Immon hat in der letzten Folge sein Seepferdchen bestanden und nun geht es hier gegen Kevin. Natürlich für mich ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen Kevin. Mein Revanche-Spiel gegen den guten Kevin. Der Typ, der mich teilweise doof dastehen lassen hat. 1 Million Torchancen, 0 Treffer. Im Spiel Dortmund gegen Werder Bremen, ich mit Werder. Er heute mit Tottenham. Es ist eine neue Ausgangsposition. Jetzt sind unsere Mannschaften ungefähr gleich. Klar, Tottenham hat auch eine starke Mannschaft, aber Everton natürlich auch. Schauen wir mal. Was Barkley? Schneiderling. Für mich natürlich ein Siegpflicht. Besonders, weil ich denke, dass Immon gewinnen wird gegen Hendrik im Parallelspiel. Ergebnisse wurden nicht durchgesagt. Hendrik sagte nur, er hat lange nicht gespielt, also könnte ich mir auch einen Sieg vorstellen des Kevins gegen. Hendrik. Das sind aber nur Spekulationen, Coleman. Barkley. Ah, Verteidigung ist auch deutlich besser geworden. Erste Momente besser als immer. Ausrufezeichen. Namela. Immer ein letztes Spiel. 90 Minuten, ein Schuss, ein Tor. 15 Minuten, Tottenham, ein Schuss, kein Tor. Bolasie ist sehr robust, aber Vertonghen ist gut. Und ich spiele gegen Lloris, mein Torhüter in meiner englischen Mannschaft, den ich lieben gelernt habe. Hugo Lloris, den nimmt er ganz locker auf. Im letzten Spiel Lukaku ohne Torschuss, hat mich sehr gestört. Hatte keine Möglichkeit, mit ihm richtig abzuschließen. Ross Barkley 4, 0 Treffer. Aber nun gut. Das ist Vergangenheit. Hier ist Gegenwart. Here we go, Lukaku. Lukaku abseits. Meine ich auch richtig entschieden. Da können wir natürlich nochmal die Wiederholungen herannehmen. Wie er jetzt spielen wird, schauen wir in der Halbzeitpause. Tobi Alderweireld. Hat natürlich eine gute Mannschaft, also besonders in der Abwehr. Alderweireld, Vertonghen. Dazu noch im Offensivzentrum mit Lamela, Eriksen, Kane. Die jungen Ellie. Schneiderling Platz. Diesen Platz nutze ich aber nicht so gut aus. Und wieder ist der Schuss von Barkley nicht optimal genug. Schauen wir mal, was die Ecke bringt. Barkley. Aber natürlich, Lloris. Schneiderling. Baines bekommt die zweite Luft nicht. Mit dem Baines. Die Flanke ist sehr realistisch. Also, okay. Der Schiedsrichter sagt auf Abstoß. Wenn ich seine Geste richtig interpretiere. Okay. War eigentlich der Meinung, dass da Erik Lamela nochmal zum Schluss dran war. Aber nun gut. Bolasie. Lukaku, das war schön gespielt, aber Lloris ist halt ein riesen Torwart. Ah, wunderschön gespielt von Bolasie. Und dann dieser Teufelsgar. Und die Kopfballgelegenheit wieder für mich. Immer noch 0-0. Kane. Barry, Konter. Ah, Bolasie. Achtung. Eriksen.
kein Problem für Robles. Lukaku. Richtig ruhiger Spielaufbau nochmal. Miralas läuft. Den sehen wir natürlich auch. Kai Walker. Ganz linker Stürmer. Außenverteidiger. Ah, dann macht er den Fehler. Na, Miralas hätte da ein bisschen mehr reingehen können. Ah, Lukaku. Schneiderling. Nicht mit so einer guten Drehung. Ein Hackendrick und da läuft jetzt Lukaku. Drehung war sehr langsam. Da ist er sehr behäbig gewesen. Da muss er sich schneller um die eigene Achse drehen. Das war ja eine Bewegung von 7,5-Tonner. So schnell ging die. Einmal kurz in die Stadt reingedüst. 5 Stunden später war es dann geschehen. Er hat sich verfahren. Man braucht erstmal 30 Minuten zum Wenden. Schön gespielt. Und wieder ist es Ross Barkley und dann kommt er gerade noch so dazwischen. Ähnliches Spiel wie gegen Immon. Dominanz par excellence, aber Abschluss eher. Nun gut. Lloris. Pause. Auch wieder eine klare Dominanz von mir, aber halt kein Tor. Wir haben unsere Möglichkeiten, nur den Treffer machen wir nicht. Ähnliche Statistik wie gegen Immon. Statt 52%, 63%. Ich will mal gucken, wie ist die Passquote aktuell. 88%, bei ihm 86%. Merkt man auch wieder, Immon etwas stärker. Aber nun gut, jetzt haben wir leider nicht auf seine Mannschaft geguckt. Okay, das muss man dann machen, wenn wir die Zeit haben zum Wechseln. Ich glaube, dass er jetzt reagieren wird auf die Phase von mir. Aber man merkt schon, dass ich hier ja die beste, sozusagen der Beste bin von den dreien. Auch hier wieder teilweise funkelwild, wie die Gegner hier gegen mich spielen. Aber nun gut, ich habe auch die Spieler dieses Mal, dieses Spiel, dass ich auch gerne Spiele spielen können. Nur Lukaku ist ein bisschen weniger effizient. Spieler gegen einige Spieler, die ich in meiner eigenen Mannschaft habe. Eriksen, Lloris. Zweite Chance, Achtung und Robles. Das war wichtig. Jetzt ein Rückstand, das wäre nicht so dufte. Kaum sage ich es. Aber er hat zumindest mal einen Schuss mehr als Immon. Und das ist wieder sehr fahrlässig angenommen von meinen Mitspielern. Halt einfach nochmal den Ball mit der Fußspitze nach vorne prallen. Um die Kugel vielleicht nochmal nach vorne zu legen. Um den Ball vielleicht besser zu kontrollieren. Aber meistens ist es besser, den Ball direkt zu spielen. Um aus der Gefahrensituation sich zu befreien. Romelu Lukaku, wieder so ein schwaches Zuspiel. Hab da auch ein bisschen mehr von ihm erwartet in diesem Turnier, dass er da auch ein bisschen eiskalter ist. Aber ich hatte auch selber mal einen Lukaku in Ultimate Team. Der war da nicht so dufte. Oh. Nein, das gibt's nicht. Das gibt es. Das gibt's doch gar nicht. Es ist für mich immer wieder so typisch. Ein absoluter Überdruck, nur der Treffer fehlt. Jagielka mit dem Abwehrfehler. Da blockt er einfach nicht Kane, sondern er steht, er gibt einfach nur Beistand. Ja, in meinem Ultimate Team habe ich da David Luiz und Laurent Koscielny. Die hätten da auf Kane gesagt, komm, fick dich, geh sterben. Und hätten den Ball einfach weggenommen. Aber es fehlt auch so ein bisschen die Effizienz bei Lukaku. Es fehlt einfach die Cleverness, die Coolness vom Kasten. Er macht einfach nicht das, was er soll. Ich habe da mehr von Lukaku erwartet. Auch einfach cleverer zu spielen. Lukaku. Auch hier wieder unsaure Ballannahme. Das kann ich gar nicht leiden. Das kann ich nicht leiden, wenn die Spieler den Ball unsauber annehmen. Sehr frustrierendes Spiel. Muss ich einfach mal so zugeben. Nun gut. Lukaku.
Abseits. Da fehlt auch wieder die Ballannahme, die Kontrolle bei Lukaku. Hat man vielleicht gerade gesehen, dass Lukaku den Ball auch hier wieder sehr unsauber, sehr unkontrolliert, sehr kontrovers angenommen hat. So, jetzt muss man mal ein bisschen reagieren. Klar, wir müssen reagieren. Bolasi wieder ins ZOM. Lennon rein, Valencia rein. McCarthy. Weil warum sollte ich jetzt einen Verteidiger bringen? Ich sag mal so, würde ich... Nein. Da war ich jetzt überrascht. Und das war schwach gemacht von Coleman. Sehr unsauber gespielt da von Coleman. Muss jetzt mehr investieren. Will jetzt auf hoher Druck und auf Pressing spielen. Dürfte ich das mal? Jetzt. Dauert zu lange bei FIFA. Muss schneller gehen. Da muss die Anzeige schneller weggehen. Damit ich auch die Möglichkeit, das nächste einzustellen. Das nervt mich ein bisschen. Oh, wieder so ein Abwehrfehler da. Ellie, völlig blank. Kriegt sogar den Eckball. Nee, ich bin eigentlich der Meinung gewesen. Jetzt komm mal ran, Junge. Miralasch. Ein Kombinationsspiel ist so wunderschön. Nur der Treffer will nicht fallen. Nein, das wollte ich gar nicht spielen. Der sollte raus. Auch hier wieder einfach unsauber. Und dann kriege ich McCarthy nicht. Unfassbar. Er kriegt diesen James McCarthy einfach nicht. Warum? Robles, kommst du jetzt auch mal raus? Ich habe schon Feuer auf Dreieck gedrückt, aber wenn du nicht willst, nun gut. Ah, das Problem ist, dass die... was mich auch ein bisschen stört im Turnier, es war auch schon im ersten Turnier so, dass wir nur 2x5 Minuten spielen. Komm rein damit. Auch wieder nichts. Das kann doch nicht wahr sein. Valencia. Auch wieder unsauber. Einfach unsauber. Den Ball angenommen. Auch hier wieder sehr unsauberes Zuspiel von McCarthy. Da muss der Ball einfach mit viel mehr Spin kommen. Und ich sag mal so, meine Gegner haben ja auch teilweise... Also bis auf Immon, das positive Skrotum. Sie müssen nicht kommentieren. Ich im Gegensatz muss kommentieren. Ja, Gierke. Und so ein Konter auch so spielen. Jetzt spiel doch den Ball mal nach vorne. Ja, Miralles im Mittelfeld. Wo ist Lennon? Wo ist Lennon? Da. Barry. Williams lässt sich da nach außen. Warum? Warum lässt er... Ich drehe am Rad. Was macht denn da Williams? Habt ihr das gesehen? Das war ein Blackout von Williams. Er ist in die... Warum geht er auf den Außen? Er kann direkt aufs Tor ziehen. Und kriegt den Ball... Er kriegt den Ball einfach nicht an den Fuß. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was für ein kolossaler Bock da von ihm. Aber ein richtig kolossaler Bock. Ja, Gielka. Abseits. Jetzt... Ja, was will ich machen? Ich kann... Mann, ey, die Kamera... Wenn die Kamera sich mal schneller drehen würde. Weißt du, wenn ich die scheiß R3-Taste drücke, dann geht ja die oben die Zeit halt auch weit. Und bei 2x5 Minuten geht die Zeit halt doppelt so schnell weg. Nochmal nach vorne. Und wieder ist da Miralles so unvorsichtig. Einfach wieder zu unkonventionell. Auch hier wieder Valencia. Da muss er sich mehr lösen. Jetzt Valencia fehlt vorne. Weil er sich zurückfallen lassen hat. Und so verlieren wir 1-0. Unfassbar. Unfassbar. Einfach nur unfassbar. Einfach nur unfassbar. Es ist unfassbar. 2 Torschüsse zu gefühlt 1 Million und wir verlieren hier 1-0. Das ist lächerlich, muss ich echt sagen. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das ist einfach nur lächerlich, was hier abgeht. Allein auch die Ballannahme gerade eben hier zum Schluss von Williams. Hier, das muss, das sieht man. Ach, gib mir die scheiß sofortige Wiederholung. Ey, das nervt mich. Warum muss ich ständig die R3-Taste drücken? Hier, guckt euch diesen Pass da von Valencia an. Und dann läuft er hier tatsächlich nach außen. Warum? Guckt euch das jetzt an. Guckt euch jetzt allein diese Szene an. Er würde jetzt einfach blank aufs Tor laufen. Der Pass ist eigentlich sehr optimal gespielt. Hier unten sehen wir Danny Rose. Das ist einfach echt schlecht. Und dann nimmt er den Ball an.
und geht nach außen. Warum? Warum geht er hier nach außen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass er so stark vom Gegenspieler bedrängt ist. Warum geht er in dieser Position nach außen? Es ist schwachsinnig. Er kann eigentlich nach vorne aufs Tor laufen. Valencia fehlt mir auch ein bisschen die Effizienz. Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Warum geht er hier nach außen? Er kann lang aufs Tor zu laufen. Dann steht er da alleine davor. Allein auch wieder, hey, es ist immer so. Es ist immer wieder so, dass die Gegner hier wirklich so viel Lack haben. Es war im letzten Spiel mit Immon so und es war auch heute wieder mit Kevin so. Wie viel Glück diese Typen haben. Das ist teilweise so unfassbar lächerlich. Was soll denn das? Allein seine Passquote 66%, ich 85%. 75% Ballbesitz. 5:0 Ecken. 2:6 Torschüsse. 7:3 Schüsse. Ich bin in allen Belangen überlegen. Bis auf Zweikämpfe. Weil er ja mehr Zweikämpfe führen muss. Logischerweise. Weil ich ja ihn mehr unter Druck setze als er mich. Ich kann diese Mannschaft aktuell auch gar nicht nachvollziehen. Allein was die auch für Chancen gibt. Hier auch wieder Barkley, 3 Chancen, 0 Treffer. Lukaku, 2 Riesenchancen, 0 Treffer. Barry, 2, 1 Chance, kein Treffer. Williams, 100%iger vergeben. Wenn das so weitergeht, verliere ich auch gegen Hendrik. Also ich wollte gegen Kevin unbedingt gewinnen. Es wäre mir scheißegal, wenn ich gegen Hendrik verloren hätte. Gegen immer noch, aber gegen Kevin wollte ich einfach gewinnen. Und dann passiert ja sowas, ey. Kann ich nicht nachvollziehen. Das ist auch teilweise echt lächerlich. Die spielen noch. Naja. Ciao.